Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen, tentifizierten Folge. Bandy and the Dark Whipple. Hoffe, ich hab's richtig ausgesprochen. Es geht weiter. Wir sind ja in der letzten Folge dem Hausmeister hinterhergerannt. Und der hat mich hier hingeschmissen. Natürlich hat's nicht gespeichert, obwohl ich auf Speichern gedrückt habe, aber hey! Find's geil. Es gibt's aber auch. Na gut, was haben wir hier? Ich höre jemanden weinen. Oh. Das hier, aber als ob das hängt. Na gut, es passt da zwar rein, aber trotzdem sieht das doch extrem locker aus. Und ich finde das Spiel extrem gut designt. So, hier gibt es wieder einen Zettel. Also wenn ihr lesen wollt, dann steht immer auf Pause. Ist ja klar. So, okay. Ja, wie schon gesagt, könnt ihr lesen. Bäh. Joey Drew Studios. Ja. Die Tinte Klopfdunkelheit hat sich im Studio ausgebreitet, überall schleichend Schatten herum. Etwas hungert nach deinem verfluchten Fleisch, es ist in deiner Nähe, ganz nah bei dir. Es will dich packen, aus dem Hinterhalt erwürgen, du wirst seinen Atem im Nacken spüren, es ist ganz nah bei dir. Okay, das klingt ja nach dem Hausmeister. Okay. Ein bisschen. Oh, Scheiße. Hast ein bisschen zu viel da oben abgehauen. Ja, sagen, was du willst. Aber egal. In eins halten zum Laufen. Goofy, was machst du denn hier, Alter? Okay, es wäre aber auch geil, wenn wir eine Taschenlampe bekommen. Damit ich sehen kann, was ich hier mache und so ein Scheiß. Entschuldige. Bandy, Alter. Der gute alte Bandy. Wer kennt ihn nicht? Schon wie das aussieht mit den Tintenhänden. Verstecken. Schon gesagt, auf Pause machen. Ich lese euch das leider nicht durch. Für euch. Ich heiße ja immer ein Jason, da stehe ich mit meinem Namen. Batterie?
Eine Ben-Batterie. Kaputt. ETF. Ui. Du bist hässlich. Sind wir alleine. Ich habe doch noch genug. Achso, da unten sind meine Leben. Miam, miam. I wouldn't drink too much of that if I were you. It helps patch you up. But the aftertaste, it's not so good. Easy now, I'm not gonna hurt you. It looked like you needed some help. Don't touch me. What are you? Ugh, what is this horrible place? Yeah, I remember my first day down here. I know, it's scary. But you're actually pretty lucky. The machine could have turned you into a searcher. You mean that thing that attacked me? No, that's a Piper. And he's part of a gang, so be careful. I don't understand any of this. I can't think. It hurts. You'll catch on pretty quickly, if you can stay alive. Lesson one. Searchers don't have legs, and they tend to swarm. Look, it's not good to stay in one place for too long around here. Keep moving, and stay close to the shadows. Take my advice. Head to the upper levels. It's safer there. Can I come with you? You can't. I'm sorry. I have a wolf. He doesn't care for strangers. A wolf? Like I said, you'll catch on. Good luck. I hope we meet again. Oh, and one more thing. Above everything else, stay away from the Ink Demon. What's an Ink Demon? Oh, you'll know him when you see him. He likes to smile, and he kills anything that moves. Wait! What's your name? They call me Alice. I'm not very fond of it. I'm Audrey. Well, Audrey, welcome to the studio. Warte mal. Alice Angel hat mit mir geredet. Achso, er heißt Boris, nicht Goofy. Alter, ich dachte schon. Boris sieht 1:1 aus wie fucking nochmal, Goofy, Alter. Sagen, was du willst, aber er sieht 1:1 aus wie Goofy. Tintendämon, ein Tintendämon. Kleine Wichte, bleib im Schatten. Ja, alles, was ich schon in Outlast und so und in anderen Horrorspielen gesehen habe. Ja. Bei Madoken konnte ich mir mit R3 ganz schön viele. Boah, ich dachte gerade. Ganz schön viele Hebel. Bin ich falsch abgebogen? Bin falsch abgebogen. Ja. Ich sehe nicht menschlich mehr aus. Ich sehe mehr aus wie ein Monster. Aber egal. So cringe.
Last week, they built some kind of, I don't know, electrical towers over near Animation Alley. This week, they added security codes for opening doors. Jeez, what kind of work do they think we do here anyways? Last I checked, we make toys and silly cartoons. This ain't Fort Knox, you know what I mean? Now, it's my job to look over these shipping invoices and remember a bunch of random numbers? Yeah, no freaking thank you! I'm just gonna record the door code here so we don't forget it. Alright. Code is 451. 451. And if Mr. Drew or Mr. Gray asks, you didn't hear it from me, okay? Oopsie. Holy shit, was ist das denn? He sees everything. Du Scheiße, ist das gestört. Turn around. Ich soll mich wieder umdrehen? Nee, am Arsch. Ich weiß, da erwartet mich wahrscheinlich was Schlimmeres. Diese Pop. Hat mich das gerade erschrocken. Boah, leck mir am Arsch. Oh, Hebel um. Ich würde das nicht mal vertrauen, weil da oben ist jemand reingegangen. Okay. Nicht mein Problem. Was war das denn? What? War das gerade Bendy? Komme gleich. Meine Güte. Lul, Pappschlüssel. Lul. Eine Schiebetür.
place where you can sit back and enjoy something tasty. I'm Joey Drew, and you're standing in our grand, expensive new employee break room. My company family always deserves the best. By partnering with Briar Label and Tasty Bens, I'm able to provide the most delicious treats at a very cheap cost to our workers. Pull up a chair and chow down, my friends. Was will ich überhaupt hin? Was ist meine Aufgabe? Die oberen Ebenen. Ja. Nicht, ich meine, ich habe ja nicht mal eine Laterne. Riecht das Schloss auf? Ja, wie? Cent-Card. Looks like he's having a bad day. Er hat was für mich. Jede Tür ist abgeschlossen. Komm an, kann ich einbrechen? Die Tür. Oh, Alter. Ich drück die ganze Kreise, ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, ich liebe den Knopfkreis. Der gute alte Knopf. Eingesammelte Cent-Batterie. Da liegt ja was auf dem Tisch. Nimm doch das Rohr. Sicherlich mehr. Audrey, it's Alice. Can you hear me? Hello? Audrey? Oh, I'm so glad you're all right. Alice, I think you and I have very different definitions of all right. Where are you? Animation department entrance? But it's locked up tight. Good. That means you're heading up. Look for anything you can use to break in. Maybe there's a gent pipe nearby. What was that? There's something in here. Audrey, find that gent pipe. Now. Oh shit! Verpiss dich! Piss dich! Jede Scheißdreckstür ist auf zu. Hier. Geil. Keine Ahnung, wie ich weiterkomme. Waren da die ganze Zeit diese Kackbatterien? The fuck?
Na gut, Leute, was ist das mit der Folge? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss!